Typen da das Chroma aus dem Kreuz. Okay, jetzt muss ich die erstmal ein bisschen aufsplitten, das ist schlecht, die sind zu nah zusammen. Nein, ich muss die nicht überleben, ich muss 5 spezifische von denen töten. Darf den mit dem Schild aber nicht erwischen. Das ist eine Target-Challenge. Ich hab auch erstmal locker 2 Level oder so gebraucht, um herauszufinden, was davon mein Leben ist. Das Problem ist aber, der hält nicht viel aus. Absolut nicht. Sobald der mit drin ist und die nur so eine Ulti-Attacke macht, dann ist der vielleicht mehr mit down. Sobald der down ist, ist der dann vorbei. Silencio, ich konzentriere mich. Ich schaff die Challenge schon noch irgendwie. Okay. Oh, wieso? Hat sie sich gerade an die Titte gegriffen? Ist ja auch egal. Die ist ablenkend! Warum hat sie so große Brüste? Warum glänzt sie so? Okay. Ah, oh, was? Ich komme mit der Challenge nicht klar. Ich nehme auch mal die andere, die Trick Challenge. Now, Mondo, it's time to donate your blood. Hand it over. Kill 10 wires using exploding enemies. Use only guard break. I want to see that wild style of yours. Upper slash, power step, guard crush, and heavy attack, Y hold release. Gecko Neo, remove the
a one level of a katana's limiter to increase the speed of your sword. Ah! Nun explodier schon. Okay, ich weiß, wie ich die Challenge mache, aber es ist ein bisschen nervig. Muss die Augen mit der Faust boxen, um sie zum Explodieren zu bringen. Ja, nice. Also du scheint nicht gerade leicht zu sein, ne? Wie kommst du auf sowas? Keine Ahnung. Muss ich die 10 etwa gleichzeitig töten? Diesmal hat's mich zerrissen. Why must you cause so much trouble? Okay, we got this. Komm schon, explodiere, explodiere jetzt! Wie viele denn noch? Okay, ich muss die... Ach, das kriege ich irgendwie noch nicht hin. Es sei denn, ich krieg die mit aufgeladenen zur sofortigen Explosion. Hey, wenn du das Auge schlägst, stirbst du doch selbst mit. Was? Sobald du das Auge schlägst, stirbst du doch selbst. Nein. Nein? Oh, fuck das Schild, ich krieg das nicht hin. Schwule Krankenschwester, leck mich am Arsch. Absolut keine Lust mehr.
Dann machen wir mal mit der Hauptstory weiter und das ohne Lianchen. Oh. Ich spiele das Spiel deswegen, weil ich irgendwas brauchte, das mich noch die nächsten Tage bis Dienstag bei Laune hält, wenn dann Revelation losgeht, ne? So, Episode 5. She Who Eats Dreams. Here we go. Hat es endlich geschafft. Also bin wir da. Baby. Hast du es geschafft? Kein Kommentar. Jetzt ja oder nein? Kein Kommentar. Also nein, okay. Okay, das hier ist gerade extrem verwirrend. Kann man nicht mal die Kamera drehen? Jetzt haben wir das perfekte CD-Cover. Irgendwie komisch aus. Ja, wem sagst du das? Du bist wieder da. Bibi. Jetzt fehlen noch die Feen und so, keine Ahnung, Schuhe. Irgendwas langfliegendes. Mondo. Jetzt darfst du wieder quatschen. Wo sind meine Fee? Offensichtlich gerade nicht hier. Und selbst wenn es welche gäbe, hätten die wahrscheinlich auch Doppel-D. Nur? Ich habe ja noch keine Frau unter Doppel-D gesehen. Und Kim Kardashian Arsch. Außer vielleicht die komische Kleine da. Boah, ich kann hier nicht mal vernünftig laufen. Ich kann nur dieses Geschleiche benutzen. So, jetzt wieder Ruhe.